So kennt man ihn aus Auer Zeiten. Tomislav Stipic, vor einem Jahr noch Trainer beim FC Erzgebirge, gibt auch als Coach der Stuttgarter Kickers Vollgas an der Rasenkante. Dazu fällt ihm immer wieder Neues ein. Aktuelles Beispiel, die extrem frühe Anreise nach Dresden, 2 Tage vor dem Spiel. Ich habe gehört, ihr wart im Kino. War mal auf Freitagabend, ja. Was gab's da für einen Film? Dirty Grandpa, haben wir angeguckt. War cool? War ganz in Ordnung, ja. Wann waren Sie das letzte Mal mit einer Mannschaft im Kino? Auch schon länger. Ich glaube, als Spieler. Uwe Neuhaus will ja auch in erster Linie mit seiner Mannschaft aufsteigen. Was ihm heute nicht gefiel, war unter anderem die fehlende Präzision im Abschluss. Zunächst wirkte es wie fehlendes Glück. Eilers, 33. Minute, Pfosten. Dann die 40. Minute, wieder Eilers, sein Kopfball nicht perfekt und erneut Aluminium. Und Tomislav Stipic war übrigens vor dem Kinobesuch mit seinem Kollektiv auch noch beim Dynamo-Training aufgetaucht. Wann ist Ihnen eigentlich das letzte Mal passiert, dass der Gegner Sie mal besucht beim Training wie jetzt am Freitag? Ich glaube noch nie. Schon ein bisschen schräg, oder? Oder Zufall? Ja, haben Sie gut ausgedrückt. Oder schräger Zufall? Ganz schräger Zufall. Was damit nichts zu tun hatte, die schweren Beine heute bei Dynamo. Marvin Stefania kommt nach einer Stunde ins Spiel und führt direkt diesen Freistoß aus. Erste Ballberührung, Tor für Dresden. Natürlich unter Mithilfe des Gästekeepers. Den knapp 27.000 war es egal, 1-0 Dynamo. Jetzt gab Tomislav Stipic alles und seine Kickers kamen tatsächlich zum Ausgleich. Die Abwehr der Schwarz-Gelben müde, Blaswig ohne Chance, 1-1. Und Stipic? Wie ein Irrwisch. An Neuhaus vorbei, das Fazit vom Dynamo-Coach. Ja, kein so ein guter Tag von uns und auch für uns. Man konnte schon deutlich sehen, dass ja, die Mannschaft träge war, die Frische hat gefehlt. Am Ende ein verdientes Unentschieden mit einem Sieger, Tomislav Stipic. Schließlich will er seinen 2. Abstieg in Folge verhindern. Ja, noch besser sah aber die Mannschaft der Saison zu sein. Und nach Meinung aller Fußballgelehrten und Experten kann sich die SG Dynamo Dresden nur noch selber schlagen. Im Endspurt Richtung 2. Liga beim 2:2 gegen Chemnitz ahnte man in etwa, wie das aussehen könnte. Hefeles Eigentor kurz vor Ende vereift dem CFC ja zum Ausgleich zum 2:2. Dynamo lässt 2:16 auffällig viele Großchancen liegen.